Hallöchen, ich habe für euch heute meinen Lesemonat für den Dezember 2017. Die letzten Bücher, die ich 2017 lesen durfte. Dabei sind ein paar Schätzchen, beziehungsweise ich glaube sogar, ich fand die alle gut. Also fast nur Top-Titel am Ende des Jahres. Ihr werdet natürlich nochmal die Top-Titel des ganzen Jahres von mir zu sehen kriegen. Allerdings brauche ich da noch einen Moment für. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ihr das Video bekommt. Aber es kommt auf jeden Fall. Bestimmt werden auch noch ein paar Titel aus dem Dezember dann dort zu finden sein. Wir starten unfassbarerweise mit einem Weihnachtsbuch, denn ich dachte, ich komme so gar nicht mehr in Weihnachtsstimmung im Dezember und auch nicht in Weihnachtsbuch-Lesestimmung. Dennoch habe ich dann von Michelle Schrenk Weihnachtswünsche und andere Katastrophen gelesen. Ein ganz dünnes Buch, ich habe das glaube ich auch an einem oder zwei Tagen gelesen. Und ich muss gerade spicken, Marie und Nils hießen die beiden, glaube ich, ne? Niklas. So viel zu Nils, Niklas, Marie und Niklas. Eine märchenhafte Geschichte. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Marie möchte eigentlich gar nicht so viel von Weihnachten wissen. Steht auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt oder Christkindlesmarkt besser gesagt und schaut sich das Christkind an und ist ziemlich sauer, denn genau diese Frau hat ihren Freund ausgespannt und ja, sie verbringt somit Weihnachten alleine, findet das ganz furchtbar, denn Weihnachten das Fest der Liebe und sie möchte es eigentlich mit ihrem Liebsten eben verbringen und kann ihn nicht so richtig loslassen. Sie wird dann aber zu einem Auftrag gerufen, als Journalistin fährt sie dann in ein Bergdorf und soll die Biografie eines Herrn Klaus aufschreiben. Dieser Herr Klaus entschuldigt sich mehrfach und ist irgendwie komischerweise nicht aufzufinden. Wer aber da ist, ist ein gewisser Niklas, der wohnt auch nebenan in der Hütte, gibt ihr so manch ein Rätsel auf, so manch einen Gedanken. Ab und zu hatte ich den Eindruck, es ist schon sehr Teenie-Love-Story-lastig, also so ein bisschen Gefühlschaos hin und her und hin und her. Dennoch irgendwie, ja, eine schöne Geschichte, märchenhaft und wie gesagt, man kann sie schnell mal lesen und das ist so für einen gemütlichen Abend ein wunderschönes Buch. Ebenfalls ein wunderschönes Buch von Adriana Popescu, Versehentlich verliebt. Ihr erster Roman. Beziehungsweise, stimmt nicht ganz, 5 Tage Liebe hat sie davor noch geschrieben, aber der erste Verlagsroman ist es. Ich bin nochmal so richtig aufmerksam auf das Buch geworden. Es stand schließlich schon länger bei mir, als Adriana Popescu in ihrem Vlogmas daraus vorgelesen hat. Das heißt, sie hat mich nochmal ein bisschen angestupst, so nach dem Motto, lies das doch mal. Jedenfalls für meine Begriffe angestupst. Und dann habe ich es so angenommen und habe es gelesen. Es ist, wie ich finde, wundervoll geschrieben. Pippa strandet am Flughafen von Stuttgart, möchte eigentlich nach Hause fliegen zu ihrer Familie und ja, kommt dort nicht weiter wegen eines Schneesturms. Und dort ist natürlich alles überfüllt. Sie trifft dann auf Lukas, findet ihn erst etwas nerdig und etwas merkwürdig und nervig. Aber mit der Zeit stellen sie fest, gar nicht so verkehrt, wenn man doch gemeinsam auch die Zeit verbringen kann, die man sowieso warten muss. Und letztendlich entwickelt sich da so eine wundervolle Stimmung zwischen den beiden und ein Prickeln, ein Funkeln, das man richtig spüren kann als Leser. Und das hat mich sehr begeistert. Auch gerade das Ende. Ich finde ein wundervolles Ende. Man könnte fast sagen, es ist zu schön, um wahr zu sein, aber ich finde trotzdem, es ist genau das richtige Ende. Und ich finde, genau solche Bücher brauchen wir, also ich jedenfalls. Und ich lese es sehr gerne und ich lese bestimmt nochmal wieder. Ich, ja, freue mich auf die anderen Bücher, die ich noch hier stehen habe von Adriana. Und ich kann euch nur sagen, guckt euch das an. Schaut von außen nicht so aus, als ob es ein Winterbuch ist, ist aber eigentlich ein Winterweihnachtsbuch, denn wie gesagt, es spielt zumindest an Weihnachten und ist nicht sommerlich, wie jetzt vielleicht das Flugzeug oder Reisen überhaupt so das Thema ansprechen würde. Wundervoll. Willkommen zum Hörbuch. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ich halte doch ein Buch in die Luft. Warum Hörbuch? Wenn ihr meine Lesen im November-Reihe gesehen habt, dann habt ihr vielleicht auch gesehen, dass ich dieses Buch geschenkt gekriegt habe im November zu meinem Geburtstag. Ich habe mir, falls ihr das Video im Oktober, was glaube ich, gesehen habt, als ich eine ziemlich große Bestellung ausgepackt habe, da habt ihr vielleicht gesehen, dass ich Quality Land von Marc-Uwe Kling als Hörbuch mir bestellt hatte. Das heißt, ich habe jetzt das Hörbuch gehört und das Buch dazu angucken können. Lustige Tatsache dabei, das helle, also das Buch, das ich hier habe, ist ab und zu ein bisschen anders als das Hörbuch. Das heißt, ich hatte jetzt genau den Unterschied und konnte beides feststellen und es war irgendwie ganz interessant. Denn ich habe mich vorher schon gefragt, was ist da wahrscheinlich der Unterschied? Denn das helle soll die optimistische Variante sein und das dunkle für Pessimisten. Heißt, ich hatte jetzt mal die Gelegenheit, beides kennenzulernen und fand es in dem Fall gut.
Ansonsten bin ich weniger der Fan davon, Buch besitzen und Hörbuch hören, denn ja, außer es ist ein ganz besonderes Lieblingsbuch. Worum geht es denn darin? In Quality Land heißt auf jede Frage die Antwort okay. Denn der Mensch ist letztendlich entmündigt. Es ist so eine gewisse dystopische Zukunftsversion unserer Welt und es ist alles automatisiert und alles programmiert und alles mit Algorithmen versehen und alles irgendwo vorgegeben und die Menschen, auf die wir hier treffen oder auch Wesen oder auch Maschinen, wie die handeln, wie die sind, wie die damit umgehen und ab und zu hat man schon den Eindruck, oh Gott, wir steuern da voll drauf zu. Mit seiner bitterbösen Art, die Marc-Uwe Kling ja durchaus auch hat, kann er das Ganze ab und zu doch sehr humorvoll erzählen, aber man kriegt schon ein bisschen den Eindruck, ja, wenn das alles genauso wird, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt leben möchte. Ich hoffe mal, es wird nicht ganz so schwarz wie der schwarze Humor hier drin. Es ist ein definitiv ganz anderes Werk als die Känguru-Chroniken. Das heißt, im besten Falle sollte man das nicht vergleichen. Dennoch bin ich einfach ein Riesenfan seiner Känguru-Chroniken und mal schauen. Ich werde es mir bestimmt nochmal anhören, denn ich habe bestimmt nicht alles mitgekriegt zwischen den Zeilen, das, was Quality Land alles bieten kann. Ich habe mich getraut. Ich habe mein erstes Buch von Sarah Sachs gelesen, Das Leben und sein hinterhältiger Plan. Denn die liebe Christina von Chrissys Bücherlabyrinth hat mich ziemlich angefixt und ich wollte unbedingt ein Buch von Sarah Sachs haben und auch lesen. Wenn ich mich recht im Sinne habe ich das auch erst im Oktober bestellt. Worum geht es hier? Um Luna und um Jasper. Manche Namen bleiben nicht im Kopf. Jasper. Wenn ich es aber wieder lese, ist es vollkommen klar, dass Jasper das ist. Luna und Jasper. Luna ist eine Weitspringerin, eine der besten in Kalifornien, also sehr sportlich engagiert und geht auf die Highschool. Highschool. Jasper zieht in das Haus nebenan ein. Die Eltern verstehen sie sehr gut und laden sich direkt ein und ja, dementsprechend hat auch Luna direkt etwas mit Jasper zu tun, möchte das gar nicht so sehr, denn er schaut eher aus wie der Draufgänger-Typ, der in eher zerfetzten Klamotten mit lauter Musik unterwegs ist und nicht ihr Typ ist, denn sie ist eher diejenige, die sehr viel lernt, dafür auch gute Zensuren hat und eben viel Sport treibt und damit relativ wenig Freizeit hat. Jasper kommt eben dementsprechend auch etwas wie ein Aufreisertyp rüber. Die beiden geraten aber immer wieder aneinander. Allein schon der Weg zur Schule ist der gleiche. Dementsprechend haben sie miteinander zu tun und auch in den Kursen gibt es nicht unbedingt ein Entkommen. Es ist so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Also ich finde schon sehr teenie-gefühlsmäßig. Heißt, die beiden haben miteinander zu tun und Luna ist sich am Anfang gar nicht sicher, was sie denn überhaupt fühlen soll oder weiß gar nicht, was er bei ihr auslöst. Das läuft darauf hinaus, dass sie eher ablehnend reagiert und eher gereizt, er sich aber nicht davon beeindrucken lässt und sie immer mal wieder aus ihrem Schneckenhaus herausholt. Es kommt so ein bisschen in der Richtung, was kommen muss. Jasper schleicht sich in ihr Herz und dann letztendlich weiß sie gar nicht, ob sie da sein möchte und was das nicht alles auslöst. Und es kommt außerdem auch noch dazu, dass eine tragische Schicksalswendung, nenne ich es mal, vieles verändert. Denn die Frage ist, kann da die Liebe das überstehen? Und ist das Liebe und ist es stark genug? Ich fand es sehr schön, ein ja, sehr spannendes Buch. Es hat relativ viele Seiten, wobei eigentlich gar nicht so sehr, na, 360 Seiten. Und eigentlich für 360 Seiten ist es viel, was auf diesen Seiten passiert. Man hat das Gefühl, mehr wie eine Serie oder wie ein Film. Also es passiert so schnell, so viel, aber nicht zu schnell, als ob es zu schnell an einem vorbeirauscht, aber es passiert trotzdem relativ viel auf diesen Seiten, was wir an dem Leben einfach teilnehmen, das von den beiden hier aufgeschrieben ist und natürlich auch. Geht auch um die sportliche Karriere, geht auch um die Freundschaft, geht auch um Familie, ein bisschen wie reagiert die Familie auf den Freund, beziehungsweise auf den erstmal nur Nachbarn, nervigen Nachbarn. Wir begleiten hier Luna und Jasper auf einem tollen Weg und ich finde auch hier wiederum das Ende wundervoll und sehr gelungen. Von Jackie Thalwood, das Manuskript vom Schreiben und Sterben des Henry Jones. Ich merke gerade, ich bin auf die Autorin auch nur aufmerksam geworden durch Christina von Chrissys Bücherlabyrinth. Das Buch ist recht dünn und ich habe es mir einfach ausgesucht, weil ich die Thematik gut fand. Den Klappentext von der Autorin. Ich hatte nicht bei jedem Buch, jedem ihrer Bücher, die Cover sind wundervoll, aber inhaltlich gesehen nicht bei jedem Interesse. Deswegen habe ich mich für das hier entschieden. Wenn mich nicht alles täuscht, auch im Oktober gekauft. Habe ich alle außer im Oktober irgendwie gelesen. Und zwar geht es hier um Henry Peter Jones. Er ist ein Callcenter-Mitarbeiter, Mitte oder Ende 40 und fällt einfach um, beziehungsweise wird bewusstlos. Daraufhin wird Krebs bei ihm festgestellt. Er hat vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren, einen Bestseller geschrieben, danach nie wieder etwas. Seine Lektorin spielt deshalb auch eine
Rolle darin und taucht mal auf. Ich hatte immer ein bisschen das Problem oder den Eindruck, dass Henry für mich älter war. Er war für mich immer gefühlt zwischen den Zeilen 60 oder 70 sogar. Auf jeden Fall nicht Ende 40. Und das hat es mir ein bisschen vermiest, weil ich dachte immer, ich muss mich wieder dahin zurückbringen zu der Vorstellung, er ist aber noch gar nicht so alt, wie ich gerade denke. Und hatte deswegen jemand ganz anderen im Kopf. Was ist im Leben von Henry los? Warum heißt das Ganze das Manuskript? Vom Schreiben und Sterben steht auch vorne drauf. Schreiben deswegen, weil eben Henry gerne etwas schreiben würde und aber nicht dazu kommt und nicht richtig weiß, wie er anfangen soll. Gerade die ersten Worte, der erste Satz fehlen ihm und er möchte die aber unbedingt haben, um richtig loslegen zu können mit dem zweiten Buch. Er möchte auch unbedingt etwas sehr, sehr Gutes schreiben. Das hat verschiedene Gründe, auf die kommen dann der Leser schon noch im Laufe des Buches. Und er hat eine wundervolle Unterstützung, eine Schreibpartnerin, und zwar die kleine Emmy. Die kleine Emmy ist seine Nachbarin, die immer über die Feuertreppe kommt. Und ich habe mir das wundervoll vorgestellt, wie in einem amerikanischen Film mit diesen Feuertreppen. Also ich, ja, hatte da ein total tolles Bild im Kopf. Und sie kommt immer und spricht mit ihm und sagt, es ist doch gar nicht so schlimm. Schreib doch einfach los, fang doch erstmal an und komm ins Schreiben. Und gibt ihm so tolle weise Ratschläge und weise Worte. Ich muss es mir auf jeden Fall nochmal durchblättern und angucken, was ich da nicht alles mir rausschreiben wollte. Es sind so schöne Sätze drin. Wir lernen Henry als sehr herzlichen Menschen kennen, sehr liebevoller Mensch und Emmy als sehr strebsam für ihr junges Alter und ja, sehr begeisterte Schriftstellerin schon, ich glaube, mit 11 Jahren. Also sehr viel Leben. Ich finde sehr viel Leben. Auch wenn das Ganze das Manuskript heißt, es ist sehr viel Leben darin. Und letztendlich nimmt Henry den Anlass, den Grund des bald Sterbens zum Anlass, ein Manuskript zu schreiben und trifft auf ganz viele tolle Menschen und das finde ich sehr schön. Also ich habe das sehr geschätzt, dass es tolle Begleiter gibt für Henry. Ich muss auch sagen, tief durchatmen, ich habe am Ende geheult. Sehr, sehr geheult. Und zwar triggert das Ganze natürlich diejenigen Menschen, die entweder schon mal einen geliebten Menschen haben sterben sehen, also wirklich dabei waren. Es triggert natürlich auch diejenigen, die schon mit Krebs diverse Erfahrungen haben hatten. Und ich finde, die Autorin schafft es auch einfach so zu schreiben, dass es einen berührt. Also mich hat das sehr berührt. Ich konnte wirklich die letzten paar Seiten, ich musste immer wieder aufhören, ich musste mich schnauzen, ich musste meine Tränen wegwischen, sonst hätte ich nicht mehr weiterlesen können. Ich war richtig gefesselt, gebannt, gepackt von diesem Buch und gleichzeitig weiß ich, es ist ein bisschen wie so ein Schatz, dass ich weiß, was sich dahinter verbirgt zwischen diesen Buchdeckeln und einerseits möchte ich es bewahren und möchte das vielleicht auch irgendwann nochmal lesen, andererseits weiß ich auch, es braucht dann irgendwie wieder den richtigen Moment dazu zu greifen und anscheinend habe ich den im Dezember genau erwischt und habe dieses Buch gelesen, ist, ja, ich finde, es war herrlich. Also wer sich traut, beim Buch zu weinen, wer nicht zu viel Angst vor dem getriggert werden hat, der sollte da mal reinschauen. Es ist aber, wie gesagt, trotzdem für meine Begriffe mit Warnung, denn wer sagt, ich möchte nicht daran erinnert werden, ich möchte nicht, dass es zu aufwühlend für mich persönlich wird, sollte vielleicht die Finger davon lassen. Also das überlasse ich jedem, nur von mir eine dezente Warnung. Denn ich möchte niemanden das Messer laufen lassen. Zum Schluss noch zwei Bücher. Und zwar habe ich die jetzt zusammengefasst, weil die beide um das gleiche Thema oder um ähnliches Thema gehen. Das eine ist Autoimmunernährung von Claudia Lenz, Rezepte von Elke Hilbert, entzündliche Prozesse im Körper dauerhaft stoppen aus dem Südwestverlag. Das habe ich zur Verfügung gestellt gekriegt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und habe es dann auch direkt gelesen, denn es sind gar nicht viele Seiten, 45 oder dergleichen. Also dieser kleine Teil hier vorne ist Text, Wissenswertes und der restliche große Teil hier hinten sind Rezepte. Die Rezepte habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mir ein paar angemarkert quasi. Ich weiß noch nicht, ob ich sie ausprobieren werde und in welchem Umfang. Vermutlich auch nicht exakt diese Rezepte, sondern abgewandelt. Einfach als Inspiration wollte ich mir die behalten. Worum geht es hier drin? Ein Sachbuch über Auto, also über die Ernährung, die in diesem Buch ein Stück weit erklärt wird, warum die anders oder besonders sein sollte bei einer Autoimmunerkrankung. Ich finde, es sind ganz nette Ansätze darin, allerdings nicht konsequent zu Ende gedacht. Das heißt, da werden so manche Dinge angesprochen, von wegen, man sollte keine entzündlichen Prozesse fördern, wenn die sowieso im Körper drin sind, weil eine Autoimmunerkrankung
besteht darin, dass der Körper sich selbst angreift und das ist immer erstmal eine Entzündung. Das ist ganz nett, wenn das hier so drin festgestellt wird. Dennoch werden dann aber Produkte hinten in den Rezepten verwendet und auch vorher angeraten, die meines Wissens, also mein Wissen besteht dann in dem Fall aus mehreren Quellen, entzündliche Prozesse fördern oder sie zumindest nicht hemmen. Und das, finde ich, ist dann etwas widersinnig. Genaueres werde ich darüber auf jeden Fall noch mal in einem Video erzählen, auch über andere Bücher, die in die gleiche oder ähnliche Richtung gehen. Aber ich will nur kurz dazu sagen, also es passt für mich dann eben nicht zusammen. Und ein dahingegen sehr gutes Buch geht um speziell Leben mit Hashimoto Thyroiditis. Das ist eine Schilddrüsenunterfunktion bzw. eine Erkrankung der Schilddrüse, eine Entzündung der Schilddrüse, um genauer zu sein, des Types Hashimoto. Und diese Erkrankung führt langfristig meistens, nicht immer, zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Kann zumindest dorthin führen. Das Buch ist von zwei Ärzten geschrieben, die sich viel damit auseinandergesetzt haben, die sehr viel mit Menschen gearbeitet haben mit dieser Erkrankung und die einfach alles zusammengetragen haben, was sie nur wissen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, denn mittlerweile kann jeder ein Buch schreiben und auch ein Fachbuch oder ein Sachbuch schreiben und kann dann behaupten, oh, ich wüsste das Beste über diese Erkrankung. Darin geht es um alles, was mit dieser Erkrankung zu tun hat. Das ist auch eins der Bücher, die, wie ich fand, am besten dargestellt wurde bei den Amazon-Bewertungen. Deswegen habe ich es auch gekauft. Es wird die Erkrankung erklärt. Es wird erklärt, wo kommt überhaupt der Begriff her, was gibt es für Symptome, wie ist die Lage der Schilddrüse, was gibt es für Untersuchungsmethoden, was hat es mit den Antikörpern auf sich, mit Hormonen auf sich, mit der Ernährung, mit verschiedenen Dingen wie Unterzucker, ebenso auch die Verbindung, genau, die Verbindung zwischen Schilddrüse und Sexualhormonen, also letztendlich die Auswirkungen auf den ganzen Körper. Wie ist es mit Hashimoto und Kindern, beziehungsweise bei Kindern? Was hat es mit Augenerkrankungen, beziehungsweise einer autoimmunen Orbitopathie zu tun? Was hat es mit der Psyche zu tun? Und es sind hinten auch noch Berichte von Betroffenen drin. Ein, ich finde, sehr vollgepacktes Buch, also viel Wissen steckt hier drin. Ich fand es sehr, sehr interessant, es zu lesen und mehr darüber zu lernen. Auch darin ist der Teil Ernährung enthalten, den finde ich auch wiederum etwas klein gegriffen, dennoch aber fachlich deutlich besser als beim vorherigen Buch. Heißt, dieses Buch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr die Diagnose Hashimoto-Thyroiditis kriegt, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde, das ist das, was bisher am besten mir gefallen hat. Ich werde auch noch ein paar andere Bücher mir anschauen und habe auch noch ein paar da, deswegen werdet ihr dazu auf jeden Fall noch ein Video bekommen, ein separates zu der Erkrankung und den Büchern, die ich persönlich empfehlen würde. Das war's jetzt aber. Der Lesemonat Dezember ist fertig und rum. Was habt ihr im Dezember noch gelesen? Habt ihr vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Weihnachtsbücher gelesen als ich? Denn wie gesagt, ich habe in diesem Jahr nicht so richtig ins Weihnachtsbücherlesen reingefunden. Leider, ich hätte gern mehr gelesen. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Bücher gelesen und auch interessante Bücher und habt oder habt vielleicht auch ein bisschen Ruhe einkehren lassen bei euch und habt euch weniger aufs Lesen, mehr aufs Zusammensein mit euren Liebsten konzentriert. Das ist auch in Ordnung und das soll man auch tun, gerade in dieser Zeit. Die ist dafür quasi gedacht. Jetzt freue ich mich zusammen mit euch auf einen neuen Lesemonat, den Januar. Ich bin sehr gespannt, was da kommt und schreibt mir gerne eure Empfehlungen. Vielleicht auch aktuelle Weihnachtsbücher. Ich habe mich dieses Jahr gar nicht informiert. Quatsch, diesen Winter gar nicht informiert, was für Neuerscheinungen rauskommen. Vielleicht ist da auch was Tolles dabei für nächstes Jahr. Wer weiß. Dementsprechend. Also gerne, gerade Weihnachtsbücher-Empfehlungen. Sehr, sehr gerne. Davon kann ich dann ja auch im nächsten Winter noch zehren. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.